In der Serie ging es dann so weiter, dass man nach und nach versucht hat, Fahrzeuge, die standardmäßig mit Bleisäurebatterie, also mit den klassischen Batterietrögen, laufen, dass man dort in diesem Batteriebauraum, also in den Trögen, ein sogenanntes Lithium-Ionen-Replacement-Modell entwickelt und anbietet für die Kunden. Das andere ist natürlich die wirtschaftliche Betrachtung auf Kundenseite. Wie bekomme ich das hin, so viel Kundenvorteile zu sammeln, dass eben ein gewisser Mehrpreis auch erzielbar ist? Und wir mussten jetzt den richtigen Zeitpunkt abpassen, wo das Gesamtpaket für den Kunden auch wirtschaftlich erreichbar war. Jede Innovation braucht gewisse Zeit, um im Markt anzukommen. Die Early Adopters sind nicht so viele, bis dann wirklich der Peak kommt, wo dann alle Kunden auf den Zug aufspringen. Das dauert etwas. So richtig handfest wurde das Ganze dann, als wir die natürlich auch durch uns generierten Lithium-Ionen-Ausrüstungsquoten sahen. Die Verkaufszahlen bei Lithium-Ionen-Batterien, die von 2015 an von einer Basis von 500, im Jahr drauf auf 1500, dann nachher auf 6000, 12000 und heute auf über 20000 gestiegen sind. Das war sicherlich nochmal der harte Nachweis, dass nicht nur unser Wille, unsere Motivation da war und unsere Überzeugung, sondern dass wir wirklich auch einen Markterfolg generieren konnten, der bis heute prägend ist.